Was hat der Brexit mit Bismarck zu tun? Was verbindet die antike Alexanderschlacht bei Issus mit der Schlacht gegen Napoleon bei Jena im Jahr 1806? Was lehren uns Psychogramme aus dem Dritten Reich über Gehorsam und Courage? Christopher Clark, englisch, britisch, australischer Historiker, beweist mit seinem neuen Band, seinem neuen Essayband, wie vielfältig seine Interessen als Historiker sind. In einem knappen Dutzend oder in knapp einem Dutzend Essays, die hier erstmals auf Deutsch vorliegen, zeigt er, wie sehr historische Ereignisse und Taten, Vorstellungen und von Macht und Herrschaft über und andere Sachen und andere Bereiche und Krisen, die Geschichte von Krisen, über die Zeit hinweg fortwirken. Und das bis heute. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Buchbesprechung hier auf meinem Kanal. Es geht diesmal um das Buch von Christopher Clark, Gefangene der Zeit. Jetzt zeige ich es euch einmal. Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump, wenn ihr wisst, was ich meine. Komme ich dann jetzt einmal kurz zu Christopher Clark. Christopher Clark von 1960 geboren und lehrt als Professor für neuere europäische Geschichte am St. Catharines College in Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte oder sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens. Er ist Autor einer Biografie Wilhelms II., wo ihr auch in den nächsten Wochen eine Besprechung von mir sehen werdet. Und für die Biografie erhielt er 2007 den renommierten Wolfson History Prize und 2010 als erster nicht deutschsprachiger Historiker den Preis des Historischen Kollegs. Er hat ein epochales Buch über den Ersten Weltkrieg mit dem Titel Die Schlafwandler geschrieben, das 2013, also vor 8 Jahren inzwischen, erschienen ist. Bespreche ich auch demnächst. Hier auf meinem Kanal seht ihr auch dann demnächst, führte wochenlang die deutsche Sachbuch-Bestsellerliste an und löste auch in der Historikerwelt, das habe ich gerade erst gelesen, 2013, ja, Kontroversen aus und genau. Zuletzt erschien von ihm der viel beachtete Bestseller von Zeit und Macht 2018. Vielleicht kann ich das auch noch mal besprechen. Da muss ich mal schauen. Komme ich jetzt aber nach der Vorstellung des Inhalts von Christopher Clark als Autor zum Inhalt des Buches. Er zeigt in seinem Buch auf, dass einige Krisen gar nicht so neu sind, dass viele Krisen eigentlich wir schon mal hatten. Er geht der Frage nach, was sich aus dem Verhalten Bismarcks im 19. Jahrhundert lernen lässt und aus heute und ob und wie sich Bismarcks Verhalten auf heutige Zeiten übertragen lässt und macht das vor allem am britischen, ich glaube, Innenminister war das, klar, oder an einem britischen Minister, der sehr viel aus Bismarcks ja selber ge über Bismarck selber geblockt hat und da quasi selber auch vieles sagt, ich orientiere mich an Bismarck und das auch öffentlich so bekannt hat. Er erklärt, wie sich der Charakter von Schlachten gewandelt hat von zentralisierten, staatlich organisierten Akteuren hin zu einer dezentralen, allgegenwärtigen Gewalt und heute vor allem von nichtstaatlichen Akteuren betrieben wird, beziehungsweise wie Schlachten werden heute auch vor allem von nichtstaatlichen Akteuren geprägt, die sich untereinander selber behaken und dabei unbewaffnete Zivilisten angreifen. Zum Beispiel die islamistischen Terrororganisationen der heutigen Zeit, Al-Qaida, ISIS oder der IS, aber auch früher auch in Deutschland im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte beispielsweise, der
Terror der Roten Armee-Fraktion oder aber auch in den letzten Jahren der NSU-Terror, wo dann auch viele Zivilisten umgekommen sind, vor allem türkischstämmige Mitglieder der türkischstämmigen Community. Oder man, ich sage jetzt auch nur die heutigen arabischstämmigen Clans in vielen Großstädten. Gleichzeitig zeigt er, dass Menschen zwar anders als früher heute bessere Möglichkeiten besitzen, wissenschaftliche Erkenntnisse anzusammeln und zu kommunizieren, beziehungsweise die Methoden, auf die heute zur Kriseneindämmung genutzt werden. Man sieht es an der Corona-Krise, speziell sind die Methoden, die auch schon von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten und Gemeinden genutzt wurden. Lockdown als englischer Begriff, Abstand halten, Maske, Herunterfahren des Wirtschaftslebens etc. Und Einschränkungen, Freiheitseinschränkungen, wobei die Maßnahmen, so blöd sie auch sein mögen, gerade vielleicht mit das wirksamste Mittel sind, mal von den Mutanten, die sich schneller ausbreiten, abgesehen. Gleichzeitig zeichnet er die britische Debatte um die Kriegsschuld des Ersten Weltkriegs nach, sowie die verknüpft das quasi mit der deutschen Debatte um sein Buch Die Schlafwandler, ja, die er, wie schon erwähnt, in Fachkreisen eher negative Kritiken und Reaktionen auslöste und hervorbrachte. Während es das breite Publikum oder während das breite Publikum das Buch ja doch sehr positiv und in gewisser Weise auch dankbar aufnahmen. Dann verfolgt er, wie sich die verschiedenen Persönlichkeiten der NS-Führung verhielten und weist da quasi nach, wie beispielsweise der Adel in den Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre die NSDAP mit Geld überschüttet hat, und der Adel hat damals 2% ausgemacht, aber von diesen 2% sind nach Machtergreifung der Nazis 1933, Anfang 1933, viele Adlige, 75% der Adligen oder noch mehr der NSDAP beigetreten, und er zeigt danach, wie weiß nach und zeichnet nach, wie Hitler es quasi geschafft hat, aus diesen adligen Kreisen Gelder zu akquirieren und Zustimmung zu akquirieren. Und ja. Gleichzeitig zeigt er auf und zeichnet nach, wie sich die militärische Führung ja, gegenüber Generälen etc. verhalten hat und Warnungen und Berichte über Vergehen und Verbrechen der Wehrmachtsangehörigen, aber auch der SS-Angehörigen an der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten Osteuropas, Polen, Russland etc. ja, ignorierte diese Berichte und beziehungsweise nicht zur Kenntnis nehmen wollte, und wie sie damit ja, ihren Führungspersonal umgangen ist. Und das macht Christopher Clark speziell. Ich schaue gerade noch mal nach. Ja, macht das, zeigt das nach, wie oder zeichnet das nach Generaloberst Blaskowitz, und ja, gleichzeitig beschäftigt er sich auch mit Nationalismen und ja. In den 1830er Jahren in Königsberg mit der Zukunft des Krieges, mit der Zukunft von Krisen. Und ja, ist ein, um jetzt zum Fazit zu kommen, ist ein sehr spannendes Buch, ein Band, ein Essayband mit 13 eleganten und klugen Essays. Aber die doch gerade die aktuelle Zeit, also die schwierige Zeit, kurzweilig erscheinen und werden lassen. Und Christopher Clark kommt eigentlich zu dem Ergebnis, dass wir zwar in unsicheren Zeiten leben, mögen Kern des Problems jedoch nicht die Unsicherheit an sich ist, sondern die Suche nach etwas, wie
wie Normalität ist, die der Zufall und auch die aktuelle Zeit nicht immer zulassen, aus erwähnten, aus bekannten Gründen. Und ja, noch eine persönliche Meinung. Also, ein Großteil der Essays waren interessant. Ich habe jetzt so die ersten ein, zwei Essays und ein Essay zwischendrin persönlich. Da musste ich mich so ein bisschen durcharbeiten, durchquälen. Aber das hat oder hatte beziehungsweise eher ja, verschiedene Gründe, weil ich einfach in der Thematik nicht so drin bin, nicht so drin war, so. Die angesprochenen Nationalismus und Königsberg 1830, so dass ja so dieses 1830 in Königsberg, diesen Essay, wenn ihr das Buch habt, fand ich persönlich jetzt nicht so spannend, aber ebenso wie irgendwie das erste Essay, also so zwei, drei Essays zu Beginn. Waren jetzt nicht so mein Fall, aber dennoch im Großen und Ganzen war es ein sehr spannendes Buch, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende, ja, hatte ich schon. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und eine Bewertung dazulassen. Würde mich freuen. Und bis dahin.